Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 2 gegen 2. Heute spielen wir nicht gegen Hitz und Betzen. Ja, ich werde Terraner, deshalb werde ich das Spiel verlassen. Das steht ja schon im Tipp. Aber das, fick dich, Blizzard. Mach ich nicht mit. Mit den Menschen. Jetzt kann der nicht mal laden, oder was? Mr. Behrensen. Was ist das denn jetzt hier? Mach ich gleich Alt F4 hier. Nee, es geht weiter. So, hier, schon fertig. Ja, Behrensen nicht. Behrensen. Ja, ich bin Bruno raus. Ich bin schon aus dem Spiel raus. Ach, Mann. Ah, das ist ja auch echt ein Witz, oder? Nee, ist halt random. Ich stehe hier eindeutig auf Zufall. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich glaube da nicht. Also ich war jetzt fünf Spiele hintereinander fucking Terran, ja? Kann doch nicht sein. Offensichtlich schon. Jetzt, ich bin Brunas! Sechs! Du bist. Mann! Was war der Brunas jetzt? Also, ich war sechsmal hintereinander Terran. Ja, mein Gott, du musst ja auch einfach mal. Das ist halt random, da kann der Blizzard nichts für. So, ich werd Zerg. Ich auch. Gibt's da noch nicht. Wo ist David Kinn, wenn man ihn mal braucht? Als der nicht mehr da war, alles bergab gegangen. Wurde nie Bunker Buildtime mehr hochgesetzt. Ich bin Terraner. Ja, macht ja nichts. Du bist das ja nicht jedes Spiel. Du warst das ja bis heute, glaube ich, einmal. Ja, aber das ist einmal zu viel. Das ist einfach eine Rasse, die braucht kein Schwein. Also echt, Leute. Was ist das? Mittelöl. Warum bin ich ständig Terraner? Das gibt's doch nicht. Weil das Spiel gefühlt in jeder Aufnahmesession. Weil das Spiel dir sagen will, such dir was anderes. Such dir ein anderes Hobby. Geh in die Sauna. Ich kann man in Corona-Zeiten eigentlich noch in die Sauna gehen? Ich weiß es nicht. Ja, mit Mundschutz und Abstand kann man doch alles machen. Das glaube ich nicht. Du hast ja deine App, die dir anzeigt, in dieser Sauna ist das Virus zu Hause. Nein. Ich habe nur die App, die mir sagt, keine Risikobegegnung. Was auch nicht so verwunderlich ist, wenn ich die ganze Zeit hier rumsitze. Boah, ich kann dir nur eins sagen, Online-Vorlesungen sind einfach nur scheiße. Vor allen Dingen, wenn dann der Professor meint, man müsste jetzt auch irgendwie Reaktionen dann zeigen. Oder wenn man sich dann noch zeigen soll in seiner Kamera. The fuck, ja, wo bin ich hier? Auf YouTube oder der, was? Und dann sitzt der übrigens vor seinem Greenscreen. Immer so wollen die nur eine Facecam haben. Mit so einem Schlachtfeld von Vietnam im Hintergrund. Oh, sehr interessant. Haben wir auch. Wir haben einen Professor, der sich mitten in so einen See reingesetzt hat per Zoom-Cutout-Dings. Zoom kann das ja auch ohne Greenscreen. Dann ist zwar manchmal das Ohr abgeschnitten, aber das macht ja nichts. Mit Schwund ist zu rechnen. Jetzt habe ich aus Versehen Overlord Speed erforscht, statt eine Queen zu bauen. Das wollte ich nicht. Das ist überhaupt nicht schlimm, Nerovix. Da kommt ein Reaper vom Gegner. Und da stehen schon einige Linge, muss ich sagen. Und es wird eine zweite Barracks gebaut. Ein dritte steht auch schon. Okay. Ich glaube, du sollst deinen Reaper nach Hause schicken.
Und ich baue mal vorsichtshalber hier. Sonder. Und ich glaube, ich gehe... Oh, der Reaper ist in meiner Mainbase. Macht aber nichts. Hallo, du da im Radio. Ja, André, du da macht das. Oh, die haben auch ein Bailing-Nest. Das gibt mir zu denken. Hab ich Bock drauf. Hab ich so richtig Bock drauf. Oh, das sind sogar mehr Reaper, das ist unfair. Du musst mal unten halten. Ich versuche hier oben die Reaper in Schach zu halten. Da sind noch mehr Reaper. Das Stim habe ich halt noch nicht. Also er ist jetzt vorne, warum bist du da nicht? Ich war da. Jetzt hat ihn ja, dann splitte deine Worker. Du darfst jetzt nicht mit die kompletten Bähnige da eingeschlagen haben. Die Frage ist, warum hast du eigentlich keine Wall gebaut? Wir spielen ja, jedes Spiel, baue ich so eine verfickte Wall, aber wenn du aber Terraner bist, nö, jetzt mache ich das nicht. Aber ich lebe noch. Ja, dann besieg doch bitte mal die 180 Reaper, die noch in meiner Mainbase stehen. Das wäre ganz nett. Das ist doch noch ein Problem. Jetzt hast du sie ja, einer hat sich da rausgewieselt. Das war gut, Nenowix. Nur mal einfach mal sagen, das war eine sehr gute Reaktion. Ihr könnt auch mal weiter arbeiten. Er kommt schon wieder. Die Reaper sind in meiner... Kannst du bitte mal angreifen? Zahlrock rennt wieder einfach weg, anstatt anzugreifen. Ja, ich hab geklickt. Wenn die dann da außen rumlaufen wollen, kann ich auch nicht. Das ist nicht meine Schuld. Was interessiert es mich? Und du? Du läufst doch! Weißt du, wenn du was? Ja, mir läuft's nicht. Mit mir auch nicht, aber man muss einfach immer das Positive sehen, der Gewächs. Immer das Positive sehen. Guck dir doch mal das Positive an, Werder Bremen hat schon mal gewonnen. Schon doch zweimal. Reichen. Davon einmal völlig unverdient. Das andere Mal habe ich nicht gesehen. Du hast ja was? Du hast das Spiel verpasst? Ja, ich musste bei so einer fucking Firmung sein. Heute sage ich ganz schön viel fucking, muss ich sagen. Ja, das ist Pech, ne, Gorix. Ja, und ich durfte nicht mal mir die Firmung angucken. Ich musste im Auto davor sitzen, weil nicht genug Leute in die Kirche durften. Das heißt, du bist in die Firmung gefahren und durftest nicht bei der an der Firmung teilnehmen? Ja. Ist das rechtens? Ich bin 6 Stunden im Auto gefahren an dem Dach. Da sind übrigens 1000 Bailinge. Ja. Ja, alle tot. Außer ein, weil du da wieder nicht drauf geschossen hast. Einen hast du nur abgefangen. Immer muss man ja alles alleine machen. Aber gut abgefangen. Hätte viel Schönes. Ja, jetzt geh doch nach vorne mit deinen Einheiten. Achso, wir wollen. Wo sind wir denn hier? Ich hab mich nicht gewusst, dass wir. Zero, Junge. Zero. Ich wusste ja nicht, dass wir tun wollen. Das habe ich ja an Gjormund immer so gemocht. Der hat immer schön gesagt, jetzt lass doch mal angreifen, hatte selber eine Einheit. Aber der sagt mal wenigstens, wo es lang geht. Du chillst da immer nur rum, ich muss gleich noch zur Arbeit. Ja, das finde ich auch nicht so köstlich. Fußspuren. Siege den Tank da bitte gleich. Also jetzt. Da sind Helione, Obacht. Ich hab das meiste gesprengt. Kommst jetzt reinlaufen, nachdem der Fight vorbei ist. Sehr gut. So, hier bin ich. Aufräumen, Kommando Banz. So, Lukas. Geil. Wo denn?
Ja, in meinen Einheiten quasi. Ich eile! Guck, wie ich eile! Ich habe geeilt. Unsere Streitkräfte. Ja, nee, Mutter, das wird nichts. Kannst du aufgeben, kannst du auch. Kannst du deinstallieren. Dann musst du gleich mal den Zerg bitte abräumen. Der ist viel spannender, weil der hat die Mutas. Und der hat hier auch einen Spinecrawler. Wäre ganz gut, wenn du auch mal drauf gehst. Weil da sind schon wieder 180 neue Mutas. Ja, die kommen aber auch jetzt zu uns. Ja, das macht nichts. Da habe ich genug defensiv stehen. Das ist dann in Ordnung. Hoffe ich zumindest, dass es genug ist. Aber ich habe einige Spores gebaut. Die Mutas, die bei uns da noch hingekommen sind, die sind jetzt tot. Ja, geht doch. Töfte, finde ich. So, ich habe nämlich, der Grund, warum ich jetzt immer fucking und so sage, ist, ich habe jetzt endlich mal genau gelesen, was da steht. Es darf nur nicht im Titel und in den ersten 10 Sekunden oder so gesagt werden. Danach ist das egal. Da muss ich mir den ganzen Aufwand nicht machen. Ich kann nochmal einmal hier... Der heißt, es darf im Titel und in den ersten 10 Sekunden nicht gesagt werden. Im Titel oder in den ersten 10 Sekunden muss zensiert sein. Das heißt, ich durfte auch, also man dürfte durchaus raushören, dass ich das sage, nur muss dann halt irgendwie ein Sternchen da reinmachen. Also wenn ich F-Sternchen Hicking schreibe, ist das in Ordnung. F-Sternchen Hicking. So. Das war es jetzt für heute. Ihr habt heute viel gesehen, wie ich Spiele verlassen habe. Das könnte uns beim nächsten Mal auch nochmal blühen. Nee, mir ist das jetzt scheißegal. So. Macht's gut. Tschüss. Für Ajur.